Jetzt hören Sie mir mal zu, junger Mann. Ich suche doch einfach nur ein Katzenbett. Das muss ja wohl irgendwie möglich sein. Ja, ein Katzenbett hätten wir schon. Das ist sogar besonders weich und sehr flauschig. Ja, ich meine, wo ist denn jetzt hier bitte der Whirlpool? Oder wissen Sie etwa nicht, dass die natürliche Art und Weise von Katzen, wie sie denn trinken, fließendes Gewässer ist? Das ist lebensnotwendig für die. Oh, oh. Also in Grün nehmen wir den schon mal gleich überhaupt gar nicht. Wissen Sie überhaupt, was Grün für eine Auswirkung auf Katzen hat? Die kriegen da wirklich ganz brutale Magenprobleme. Und außerdem, junger Mann, hat meine Katze, oder sehe ich da irgendwas falsch, gar keine Möglichkeit, sich die Krallen zu pflegen. Hier, schauen Sie mal. Ja, zur Krallenpflege perfekt geeignet für Katzen. Und diese Höhe von diesem Kratzbaum, ja, ich meine, in der Höhe, wahrscheinlich. Ich meine, meine Katze hat Höhenangst und nicht nur meine. Ganz viele Katzen haben Höhenangst. Außerdem finde ich es absolut unverantwortlich, ja, die Katzen überhaupt irgendwo draufsteigen zu lassen. Ich frage mal den Kollegen im Lager. Ich glaube, wir haben auch irgendwo noch kleinere Kratzbäume. Unerhört, was Sie hier mit mir machen. Ich komme hier in diesen Laden und dann kommen Sie erst mit so einem komischen Kratzbaum hier an, vor dem meine Katze sowieso panische Angst hätte beim Runterspringen oder sonst irgendwas. Die würde ja noch nicht mal hochgehen.